Werter Feind, wollen wir versuchen, zu einem Abkommen zu gelangen? Ach, ihr wollt Don Patrick haben und dafür muss ich auch noch mit dem Waffenstillstand eingehen. Nee, geht weg. Ihr seid nicht überzeugt. Na gut. Na gut. Ihr könntet mein Vasall werden. Worüber wie wär's damit? Wollt ihr noch verhandeln? Führen wir das nicht weiter. War das alles? Ich bin immer so gnädig mit meinen Bedingungen. Er blockiert den Hafen vom Adelsrat, okay. York. Wem gehört denn York gerade? Der Baron-Allianz, das kriegen wir hin. Schiffe, auf geht's. Okay, York ist auch eine große Stadt. Steinmauern haben sie sogar. So, die Schiffe landen mal dort. Wir schicken den Agenten wieder zurück. Du wirst hier landen. Ich werde erst meine Karalise euch sammeln. Mal fortbilden. Obwohl sich das ja nicht lohnt. Nur die verletzten Einheiten. Wir könnten die Stadt zu einer Burg aufrüsten. Wäre keine schlechte Idee. Wir rüsten das jetzt zu einer Burg auf. Die Grenze muss hier gut verteidigt werden. Und dann Newcastle ebenfalls. So, ihr werdet euch hier wieder zusammenschließen. Der handelt jetzt gut mit den Schafen hier. Glasgow, wir bräuchten noch mehr Kaufleute. Keine Ahnung, wo wir die einsetzen, aber wir brauchen sie erstmal. So, und dann Bericht. Ortschaft wächst, Dumfries. Bauen wir mal die Mauern aus. Hafen blockieren. Sehr viel repariert. Rekrutierung. Sehr viel fortgebildet. Herr König, es gibt viele Differenzen zwischen uns, die wir beheben sollten. Okay, York best, wenn ich beobachten. Wichtig ist eher, was hier passiert. Okay, dann wieder zurück nach York. Wenn das England hier so ist, ist mir das egal. Bei denen hier wird überall was gebaut. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. In Mull können wir ein Bordell reinsetzen. Danke. In Stornoway. Würde ich auch eins reinbauen. Danach eine Fruchtfolge. Bauen wir die mal überall rein. Wir bringen Kultur hierher. So ein Castle Town. Die brauchen ganz schön lange für den Katapultmacher. Übungsplatz. Nordische Bogenschützen. Ein paar mehr Truppen wäre nicht schlecht. Scheinbar hat Wales ein sehr großes Gebiet. Wenn wir das erobern, dann wäre es super. Wir schicken mal die samischen Axtkämpfer rein. Wenn die Boote noch und gut ist. Nope. Was sind eigentlich die eigenen Kinder? Es gibt eine neue Entdeckung, welche die Kriegsführung entscheidend verändern könnte. Kriegspulver. Das dunkle Pulver sieht nicht gefährlich aus, doch entzündet, explodiert es mit unerreichter Stärke. Diese schreckliche Waffe will Panzerung obsolet und Festungsmauern nahezu nutzlos machen. Es wäre weise, ihre Nutzung im Krieg als erster zu meistern. Na dann, es geht die Kunde von einer wahrlich beängstigenden und absonderlichen neuen Kriegswaffe. Eine explosive, körnige Substanz namens Schießpulver.
bei Kontakt mit einem Funken oder einer Flamme wird das dunkle Pulver zu einem erschreckenden Ausbruch von Blitz, Donner und zerstörerischer Gewalt verschlungen. Nun, da der englische Gelehrte Roger Bacon die Produktion dieses gefährlichen dunklen Pulvers dokumentiert hat, werden Militäringenieure zweifelsfrei an Möglichkeiten feilen, das Pulver als Kriegswaffe einzusetzen, wie immer. Kleinstadt wächst, Ivernes. Bauen wir die Steinmauer aus, das ist leider teuer, müssen wir aber machen. So, sehr viele Märkte. Bei denen wurde der Hafen ausgebaut, sehr gut. Die Importe und Exporte sind echt nicht hoch. So, Glasgow, weiterer Kaufmann. Dich schicken wir nach... Nicht zu den Fischen. Auch nicht mit dem Obst. Auch nicht hier. Wenn wir da ein Schiff hätten, könnten wir den zu... Korn. Ja, wir können doch mehr mit Korn handeln, aber trotzdem. Wir haben echt wenig. Wir brauchen mehr Handelsgüter. Aber der kann erstmal mit Fisch hier handeln. Oder mit Wolle dort. Bop. Ich glaube, mehr Kaufleute lohnen sich nicht. Okay, wo können wir das denn bauen? Büchsenmacher, dann haben wir es doch. Bombarde. Dann brauchen wir die... Jetzt haben wir das gebaut und das brauchen wir nicht mehr. Dann wird Glasgow. Oder Edinburgh. Nee, Glasgow. Glasgow wird sich dann um Büchsenmacher kümmern. Ja, mehr Geld haben wir sowieso nicht. Wir könnten noch Felder erweitern. Was ich auch mache, die Fruchtfolge wird hier gebraucht. Und Karlisle wird zu einer Burg verbessert. Der wird fortgebildet, wunderbar. Weitere könnten wir vertragen, können wir aber gerade nicht nehmen. Kirkwall, Aberdeen, Downpatrick. Einer hat mal fortbilden, danke. Und ihr könntet mal nochmal eine irische Kerneinheit ausbilden. Was aber noch Hittenträger Englisch. Okay, das wissen wir schon. Gut. Sehr gut. König Stenkel sollte aber nicht hier verweilen. Wir bräuchten das Schiff wieder. Du bist hier weg, weil das ist nur eine kleine Besatzung hier in Downpatrick. Die Burg wird er schon halten können. Also, wann sind die Kinder endlich bereit? Es dauert doch viele Jahre, meine Güte. Oh, okay, der Hafen wird blockiert. Wunderbar. Mission erfolgreich. Dreimal die Einheit Langschiffe in der Hauptstadt. Okay, Schiffe brauchen wir. Ihr fährt dahin, ihr fährt dahin. Dann darüber. König Stenkel, bitte, ihr kommt mit. Dazu mit eurer Kavallerie oder eurer Leibwache. Ihr nehmt die Kerns mit, dazu noch die Armbrustschützen, danke. Und die Kavallerie kommt auch. Wenn auch die Highland-Schwertkämpfer mitnehmen, können wir. Also, dann bilden wir hier noch Wikingerräuber aus und gehen hier weg. Ihr könntet hier Wales angreifen. Ich hätte aber noch ein paar Truppen dazu. 4 Leute brauchen wir. Die wir haben. Schicken wir noch nordische Schwertkämpfer rein. Die blockieren unseren Hafen. Das ist Wagen. Okay, was haben wir hier? Einen Hafen könnten wir bauen in Isles of Islay. Danach eine Kapelle. Da hat man ein bisschen der Vordermann. Ritterliche Stelle für Huskarle. Oder Svenner.
Exerzierplatz. Nordische Schwertkämpfer, samische Axtkämpfer, Bauern, Wikinger, Räuber und abgesessene Huskarle. Übungsplatz, Ballistenmacher. Wie sieht es eigentlich noch in Dingens aus, Kesseltown? Wir können hier Katapulte bauen, okay. Dann keine den, sondern ein Katapult dazu. Dann hätten wir zwei. Und danach baut ihr hier einen Übungsplatz. Okay, wir rücken jetzt weiter nach Newcastle vor. Die Lage kann sich doch eigentlich nur verbessern zwischen uns. Oh nein, wie lieb er das sagt. Das tut mir so leid. Okay, wir schicken die Leute los. Dann. Die noch, die Highland Bogenschützen lassen wir hier. Euch nehme ich noch mit. Das reicht ja nicht für Newcastle. Wir wissen dann... Nee, warum gehört... Okay, das gehört den Engländern. Die haben die ganze Garnison ja eingenommen. Ich hoffe, die geben sie dann auf, weil das wäre echt nicht schön. So, in Perth. Können wir da Leute wegschicken? Weil die sind ganz schön gebunden dort. Wir schicken mal die Verletzten weg. Vielleicht können wir die irgendwo anders aufpäppeln. Ja. Zum Beispiel in Karalisle. Und damit euch. So, die Bauern brauchen wir dann nicht mehr. Nordische Bogenschützen, Bauernbogenschützen. Nicht unbedingt das Beste, was wir hier haben. Ja. Schon eine niedrige Steuer. Ich kann die nicht wegschicken. Wir schicken mal die Highlander hier rein. Die Bogenschützen kommen runter nach Karalisle. Wir sammeln mal ein paar Truppen. So, und Down Patrick. Wie wär's mit einem Bogner? Nach erfolgreichem Kreuzzug im Heiligen Land kehrt Eduard als Held heim. Begleitet von Truppen des Templerordens jubelt das englische Volk. Denn es ist überzeugt, dass Eduard weitere Siege feiern wird, wenn er sich nun regionalen Konflikten zuwendet. Oh ja, jetzt hat er... Jetzt kommt er hier zum Aufräumen. Die Baron-Allianz und die Waliser sind hier schon ein bisschen auf der Nase herumgetanzt. Ein Geschenk des Rates. Der Rat ist von euren Führungsqualitäten beeindruckt und hofft, dass ihr dieses bescheidene Geschenk als Dank für eure Taten in der Vergangenheit und in Zukunft annehmen werdet. Ganze 1000 Gulden. Besser als nix. Stadt wächst Kirkwall. Die 1000 Gulden reichen nicht. Ja, dann muss die Stadt erstmal so bleiben. Wir investieren noch gerade in Truppen. So wär's Lars Mason. General. Er ist etwas zu alt, der muss in Kirkwall bleiben. Rathaus, Bordell, Fruchtfolge, super. Katapulte in Castletown. Sehr gut, die neue Truppe ist bereit. Die wird dann hier nach unten segeln. Der Spion wäre nicht schlecht, haben wir den dabei? Haben wir. Wunderbar. Der wird da erstmal aussteigen und ein bisschen schauen. So, die können erstmal belagern. Kann die Stadt nicht wachsen, weil die Steuern so hoch sind?
Obwohl, das bringt nicht viel. 3,5%. Ja, die Stadt wächst erst bei 2000. Okay. Stornoway, da können wir nichts bauen. Wir können ein paar Sachen ein... Nee, würde ich nicht. Zwei Runden sind eine Menge Zeit. Dunfries braucht einen Hafen. Danach brauchen wir eine Kirche hier. Dann ein Rathaus. Das reicht erstmal. Stirling. Erst mit dem Kornmarkt. Und danach die Fruchtfolge. So, Karaliesle. Wenn wir das sowieso ausbauen, dann werden wir gute Sachen sehen. Schwere Hippenträger, okay. In der Holzburg. Die beste englische Infanterie, die sich aus Bürgern zusammensetzt. Schwere Hippenträger können sowohl verteidigen als auch angreifen. Mit der Hippe können sie hacken, stoßen und zuschlagen. Und dadurch, dass sie mindestens eine Halbplattenrüstung tragen, sind sie enorm widerstandsfähig. 13. 12, naja. Jetzt nicht unbedingt so sehr. Enorm ist übertrieben. Die Engländer räumen auf. Diebesgilde verfügbar in Inverness. Es lohnt sich da nicht. Wir haben schon eine gute Stadt. Neue Mission, Kaufmannsgilde. Hier wird es lukrativen Handel geben, doch zunächst müssen wir uns der Opposition annehmen. Die Gilde empfiehlt, dass sie einen Kaufmann schickt, der den Handel übernimmt und fortführt. Okay, wegen dem da unten. Wer ist unser bester Kaufmann? Christopher. Es ist Christopher, okay. Ja, wo ist Christopher? Der ist ganz im Norden. Dann wird er ganz in den Süden gehen. Wir holen uns hier einen neuen Kaufmann. Ich könnte mir hier sogar zwei ausbilden. Das geht gerade nicht, okay. Baubrechtburg in Karaliesle. Okay, die haben wir gut ausgebaut. Dann bauen wir euch noch weiter auf mit einem Hafen. Dann mit einer Kapelle. Ein Bogner wäre nicht schlecht. Eine Stelle wäre nicht schlecht. Ein Schmied wäre nicht schlecht. Okay, hier überblickt er alles. Dann wird der König Stankill. Walisische Speerträger, walisische Plänkler. Auf nach. Ich kann die Stadt nicht aussprechen. Sernavon? Humphrey von der Normandie. Von der Baron-Allianz. Das kriegen wir hin. Hauptmann Nils, du kommst da rein. Gut, das ist ein Wetter, das in Ordnung ist für diese Gegend. Wir schicken erstmal die Infanterie rein. Erobert mal alle diese Seite. Ich müsste mir die gar nicht erobern. Okay, der ist gepanzert. Leibwache des Generals. Der General ist ja einfach ganz allein. Der Ärmste.
Okay, wie machen wir das am besten? Wir könnten eine Einheit nach vorne schicken und die ganzen anderen, ne, stehen da hinten und schießen einfach rüber. Wir schicken die Stadtmiliz nach vorne. Die schafft das schon. Dann auch hier eine Stadtmiliz als Reserve. Die anderen zwei warten einfach hier. Okay, sie sind fertig. Dann Feuer frei. Sie schießen auch nicht alle, ist ja furchtbar. Naja, solange es funktioniert. Okay, stellt euch schnell auf. Also jetzt schießen die. Wenn auch nach oben, aber es geht schon. So, rein da. So, einfach reinfeuern, ihr schafft das. Aber Schützen feuert. Glaubt schon, ihr schafft das. Die Leute da vorne sind nicht wichtig. Günstige Truppen, die einfach nur ein Fleischschild sein sollen. Gut, das war's. Humphrey von der Normandie, das war's mit dir. Geld ist Geld. Newcastle ist unser. Dann bilden wir die mal fort. Ist denn eine Schmiede drin oder wie? Jedenfalls egal. Wir bauen hier die Farmgemeinschaft aus und dann ein Wirtshaus. Eigentlich müssten wir nicht ein Wirtshaus bauen, sondern wir rüsten das auch zu einer Brücke auf. Und das vorzugsweise auch schneller. So, Stenkill ist hier. Schwieriger wird's mit York. Die Stadt ist gut. So, Leofric. Mal sehen, ob der schafft. Sollte er aber. Oh Gott. Da habe ich einmal Vertrauen in Leofric und er enttäuscht mich. Spion bei der Mission getötet. Okay, aber wir haben noch Gunnar, der Gute.
So, Edinburgh? Oder Edinburgh? Wahrscheinlich Edinburgh. Ich sage immer Burrow wegen Büro. So, Mark wird gebaut. Kirkwall braucht mal eine Ratskammer. Weil wir sind pleite. Oh, die verlegen Truppen darüber. Kaufmannsgilde Inverness. Sehr gut. Der fortschrittlichste Seite Wales. Und Bericht, wunderbar. Ah, Volljährigkeit. Ulfhedin. Haag-Konzern. Neue Erbe der Seite, Ulfhedin. Sehr gut, der ist in Castletown. Den schickt mir da weg. Der darf, wir brauchen die Schiffe mal. Der darf nach Süden. Wir schicken eine Kavallerie, die ist Svenner. Die dürften mal hier weg. Die schicken wir mal nach Castletown rüber. So, Baubericht. Dumfries hat einen Hafen. Büchsenmacher in Glasgow. Können wir das denn aufrüsten? Was bringt uns das denn? Wir können eine Bombarde bauen, das machen wir auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? Händler Kavallerie-Miliz. Denn die Reichen müssen ebenso ihre Bürgerpflichten erfüllen wie die Armen. Doch ziehen die Reichen es vor, dies Reiten zu tun. Ihr Wohlstand ermöglicht es Händlern, sich Streitrosse und beste Rüstungen leisten zu können. Was ihnen jedoch fehlt, ist das Können und der Eifer echter Ritter. In der Schlacht sollte man sich daher nicht allzu sehr auf sie verlassen. Aber trotzdem sind die ganz gut. Sehr schlechter Angriff, aber eine gute Verteidigung. Der Angriff ist wirklich sehr schlecht. So, bauen wir da mal ein bisschen ein Bordell und ein Rathaus aus, dass das noch nicht dort ist. So, Inverness hat einen Kaufmann. Ja, der darf mit Wolle handeln. Wird er noch einen ausbilden? Ja. So, ich weiß gerade nicht, wie spät es ist. Ich kann auch schlecht nachschauen. Okay. Es ist, ne? Was? Das ist eine Festung. Das kriegen wir hin. Der König Stenkel ist hier und der neue Prinz Ulfhedin. Ulfhedin. Versteht das Konzept an Befehlskette? Ja, ja. Ist gesund. Plus 2 Trefferpunkte. Oh Gott, den schicken wir sofort in den Kampf rein, damit er noch Kriegsnarben hat, noch stärker wird. Er ist der rechtmäßige rechtmäßige Erbe. Als nächster Herrscher dieses Volkes ist dieser Mann schon jetzt von immenser Bedeutung. Er ist halt einer von Haag-Konzern. Und er ist 16. Er hat eine gute Zukunft. Jetzt schon 3 Kommandosterne. Was? Ich wollte angreifen. Was mache ich denn?